Hallo und willkommen zum Mila Beach Report hier am Timmendorfer Strand bei den deutschen Beachvolleyball-Finale. Neben mir steht das Team Bagratska, Markus Böckermann und Micha Obatzka. Männer, ihr seid die deutschen Meister 2013. Geil, sehr geil, obergeil, extrem geil. Nimm alles zusammen, alles. Alles, was du gerade gesagt hast. Ich finde es total geil. Egal, geil, hoch 100. Hoch 100, richtig, ja. Okay, kleines Feedback zum Spiel. Erster Satz leider abgegeben. Den zweiten Gang, einen Gang höher, den dritten Gang, fünf Gänge höher. Was habt ihr da richtig gemacht? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich glaube, wir haben einfach nachher hinten raus wieder mehr Druck im Aufschlag gemacht. Wir waren beide so auf einer Linie, wo wir gesagt haben, wirklich, das ist die Taktik, da gehen wir voll rein. Wir setzen ihn unter Druck. Ich glaube, es hat dann sehr gut geklappt. Gerade Anfang des dritten Satzes, da hat einfach sehr, sehr viel geklappt. Auch vielleicht ein paar glückliche Bälle dabei, aber das waren genau die richtigen Punkte zum richtigen Zeit. Markus, man hat gesehen, der Alex konnte euch dann gar nicht mehr blocken. Ihr habt ihn oft angeschlagen, seitlich, oben, rechts, unten, wo auch immer. Der Schlüssel zum Sieg jetzt? Ja, zum Teil. Also wir haben unser Sideout extrem stabil bekommen. Wir haben kaum noch Fehler gemacht ab dem Anfang des zweiten Satzes und haben dann ja, dementsprechend mehr Druck im Aufschlag und in der Break-Chance erzeugen können und ihn dann auch zum Wackeln bekommen. Und gerade Anfang des dritten Satzes haben wir uns da einfach absetzen können. So, ja. Auf wen habt ihr mehr aufgeschlagen? Auf den Alex? Ja, wir haben ja schon gestern gegen sie gespielt. Und da haben wir halt eben wirklich viel mehr auf Alex gespielt. Da sind wir im ersten Satz relativ schnell mit einem großen Polster quasi weg gewesen. Heute hat es ein bisschen schwieriger gemacht, hat ein paar bessere Lösungen gehabt. Aber zum hinten raus haben wir dann auch wieder ein bisschen den Aufschlagdruck erhöht und dann kamen wir auch zu unseren Chancen wieder. Man hat gesehen, im Tiebreak habt ihr euch ziemlich gut abgesetzt. Hat man schon so ein bisschen gespürt, okay, ich werde gleich deutscher Meister? Oder wusste man trotzdem, die können uns noch immer noch gefährlich werden? Ja, interessante Frage. Man hat sowas noch nicht wirklich erlebt. Man natürlich mit Turniersiegen, wenn man das damit vergleicht, schon. Man hatte das schon im Hinterkopf. Man hat das natürlich versucht, so weit auszublenden, wie es geht. Ich denke, wir haben das trotzdem noch souverän gelöst und sind so deutscher Meister geworden. Ja. Sehr schön. Wo werden wir euch demnächst sehen? Eure Tourdaten? Ja, wir haben dieses Jahr noch auf dem Zettel so zwei FIB-Turniere, zwei Grand Slams, eins in Sao Paulo, das andere ist noch in China, ich weiß gerade den Ort, gerade habe ich nicht präsent gerade. Xiamen, glaube ich. Xiamen oder so. Ja, also das ist jetzt Ende, was ist Anfang Oktober sind die beiden, glaube ich, ne? Anfang Oktober und Mitte Oktober. Genau, das ist noch der Abschluss. Wir werden es sicherlich ein bisschen ruhiger machen, Woche vielleicht mal so ein bisschen regenerieren, weil wir beide, wie man gesehen hat, alle irgendwie zugetaped sind. Wir haben doch, die Saison war bislang sehr lang, deswegen ist, glaube ich, eine Woche, wo wir ein bisschen kürzer treten, erstmal angesagt. Zwei wichtige Turniere? Extrem wichtig, ja. Okay, danach geht erstmal eine Winterpause, aber ihr spielt ja noch in der Halle, oder? Oder werdet ihr Halle weniger machen? Wir sind noch auf der Liste dabei, werden sicherlich aber weniger machen als die letzten Jahre. Ja. Okay, habt ihr euren Freunden, Fans noch was zu sagen da draußen? Ja, danke schön für den Support. Es hat unheimlich Spaß gemacht, da zu spielen. Vielen Dank. Ja, danke auch. Ich freue mich, wenn ihr bei allen anderen Turnieren auch dabei seid. Okay, Männer, dann will ich euch nicht weiter aufhalten. Es ist frisch geworden. Ich bedanke mich. Dann noch viel Erfolg für die nächsten zwei Turniere. Bis dann. Ciao. Thank you.